Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blau. So, ich würde sagen, wir laufen da nochmal ganz schnell hin, wo ich ja hinlaufen wollte. Nicht sicher. Ich möchte gerne Zerschneider wieder einsetzen. Ja, im letzten Part haben wir ja die Route ganz schön aufgeräumt. Ich meinte ja, hier würde letzte Trainerin sein. Ich denke mal, die beiden, die wir eben gesehen haben, zählen auch noch dazu. Also werden wir uns um alle kümmern. So, wie ist eigentlich um das Team bestellt? Endwort paralysiert, deswegen kämpfen wir mit. Nee. Es wird eine Pfadfinderin sein wahrscheinlich. Und die hat dann vorzugsweise Pflanzen-Pokémon. Also wechseln wir zu Tauboss. Tauboss in naher Zukunft erstmal nicht wieder trainiert wird. Pokémon zu tauschen ist wirklich cool. Und wehe, du hast jetzt Feuer-Pokémon. Dann werde ich zu Professor Colorado. Oh Mann. Immer diese Haske. Naja, das hätte ich auch mit Anton schaffen können, aber egal. Ich wollte gerade antworten, aber nee. Das kann ich mitten in der Aufnahme. Ja, Leute, ich lasse mich mal das Spiel laufen. Ich schreibe nebenbei noch mit wem anders. Nee. Hast du mich schon mal aktiv gesehen? Den Husky, den sieht man sowieso nie aktiv. Höchstens aktiv-passiv sein. Oh Mann. Da ging er eben, jetzt Gesang, hat keine Wirkung, ruckzucki. Gut, es hat getroffen. Yay, Volltreffer. Das musste ja so kommen. Ich sagte tauschen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was sie gesagt hat. Wollen wir Erfahrung austauschen oder was? Oh Mann, jetzt ist das hier schon wieder da. So. Minasaur. Weite deines Amtes. Oh, das hat geweitet. Hui! Oh. Kommt jetzt nochmal so ein Möchtegern-Biker. Los! Lass uns kämpfen! Auf in den Kampf! Los! Ja, so. Würde ich auch immer einen zum Kampf herausfordern. Ist ja ganz normal. Biker möchte kämpfen. Biker setzt Morgan ein. Und das wäre eigentlich schon wieder schön für Anton. Nur ist leider paralysiert. Also müssen wir mit Tauboss ran. Nee, eigentlich müssten wir mit Anton ran, trotzdem. Da wäre der Kampf noch spannender. Yeah. Trademark. Warum ich das sage? Weil ich es gerade gesehen habe. Wow. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Ebenstein ist Trademark und ihr könnt es jetzt nicht überprüfen. Seid ihr Spur zurück. Aber das tut ihr nicht! Ja, mal ein bisschen abgedreht sein. Ich dachte, mal ein bisschen anders sein, wäre auch mal ganz witzig. So, machen wir mal Surfer. Mal gucken, ob wir den Kerl hier one-hitten können. Das wäre ja mal ganz lustig. Endlich benutzt Surfer. Und? Nicht ganz. Gegen das Mogwarts-Attacke. Ging daneben. Enter mit dem Surfer. Trotz Paralyse trifft er so oft. Das ist aber cool. Da. Enter hat 634 EW. Enter erreicht Level 31. Geil, noch zwei Level und da ist es schon auf der höchsten Stufe. Aussetzer. Mal gucken. Ich glaube, das werden die Attacke zwar nie gebrauchen, aber wir bringen sie ihm trotzdem mal bei. Einfach nur, weil wir es können. Rutenschlag ist sowieso, abgesehen vom Platscher, die unnötigste Attacke überhaupt. Und es ist eine Attacke, die Kapselmann mit Platscher lernen kann, glaube ich, oder? Nee, kann es nicht. Höchstens in der neuen Generation, nicht mehr. Dieser vielleicht noch. Bin mal gespannt, wie sich jetzt Anton auf Level 31 schlägt. Seht ihr, so sieht Aussetzer aus. Welche Attacke wurde jetzt eigentlich blockiert? Ich weiß es gerade gar nicht. Naja, ist ja auch egal. Wurmt! Bestimmt Kratzer oder so, ein Schmarrn. Gut, ich hab Schmarrn gesagt, ich bin Bayer. Eigentlich nicht. Ich bin ein norddeutscher Bayer, wisst ihr das? Als ob. Hm.
Ich habe irgendwie nur das Gefühl, dass die ganzen bayerischen Let's Player immer Schmarrn sagen, wenn sie halt, naja, anstatt was soll der Scheiß oder so sagen, sowas soll der Schmarrn. Normal. Wow. Warum rede ich darüber? Egal. Nö, aber Kaiserschmarrn ist echt lecker. Um das jetzt nochmal ein rundes Ende zu geben. Was auch schon wieder grammatikalisch gut ersetzt war. Ach, kau bloß ab! So, was kommt denn da unten? Ich bin extra eins zur Seite gegangen, weil ich dachte, dann sieht er uns nicht. Ich will nicht unbedingt, aber lass uns den noch campen. Ach, so ein alter Insider. Campen hat statt kämpfen sagen. Vogelfänger, und wir kommen auch wieder mit dem Pokémon. Wenn er einen Ibitak hat, das wäre episch. Taubos gegen Ibitak. Ich glaube, es wäre sowieso episch, auch gegen Habitak. Ist der Vorbote. One hit. So, jetzt hab bitte den Ibitak. Ach, ich wollte ja eigentlich speeden. Ne, den Kampf hier speed ich jetzt nicht. Okay, epischer Kampf startet. Rockzuckieb. Alter. Wir brauchen zwei Attacken, um dieses Ibitak zu vernichten. Alter. Ibitak wurde besiegt, aber seit 1006 EP. Ich wusste, ich würde verlieren. Moment. So, sorry für die Unterbrechung. Ich dachte eben, da wollte mich jemand sprechen, aber... weil die Tür auf einmal aufging, aber die ging irgendwie von alleine auf. So, hier sollten wir übrigens schon wieder auf einer neuen Route sein, aber... Oh, wir sind zwei ausgewichen, ohne es mitgekriegt zu haben. Ich würde mal sagen, die beiden Biker, die sollte... Anton. Anton? Anton! Wieso geht's dir so schlecht? Top Trank. Nee, ich glaube, Top Trank, das müssen wir uns für später aufheben, weil es halt hier alles. Hypertrank, es würde Supertrank völlig reichen. Ich sagte Supertrank, oh Mann. Wir hätten hier nicht mal einen Paraheiler oder so. Oh, hier, Supertrank. Wie konnte ich das nur übersehen? 45, oh, das war schon knapp. Supertrank hat ja 50 KP. Tüdelö, tüdelö. Sehr gut, ich brauche einen Zeitvertreib. Achso, die beiden Kämpfe werde ich jetzt übrigens speeden. Also ihr seht jetzt eine Zusammenfassung, ich habe das jetzt nachkommentiert, ist ja ganz üblich. Hä? Ich habe doch eben Enter mit Taubos ausgetauscht. Gut, es ist nicht nachkommentiert, aber egal. Hätte mir sowieso keiner abgekauft. Hä? Habe ich eben echt nur Enton aufgeheilt? Gut, dann kommt eben jetzt Enton dran. Genau, selber habe ich auch gedacht, als ich es aufgenommen habe. Immer in der Rolle bleiben. Wie damals bei South Park in dieser einen Episode. Egal was ist, bleib in deiner Rolle. Verrückte Leute. Mal gucken, wie lange wir noch mit Surfer durchkommen. Und wie lange wir überhaupt treffen. Paralyse scheint Anton irgendwie nichts auszumachen. Es hat bisher immer der Paralyse getrotzt. Bin mal gespannt, wann wir das erste Mal nicht schafft. Einmal? War es einmal dazwischen? Du hast mich besiegt. Oh Mann. Und der nächste. Ein Pokémon-Kampf. Cool. Leg los, Kumpel. Okay. Smogon, das sollten wir noch schaffen. Oh Mann, schon wieder nicht gewechselt. Na komm. Und der Taubos wurde vergiftet. Na super. Hallo? Wieso ist er nur... Na gut. So, das schafft jetzt aber Anton. Ach, der Nachteil bei der Paralyse ist halt nur, dass Anton ein zweites angreift. Obwohl es ja eigentlich eine höhere Initiative hat und dadurch schneller ist. Auch schon 32. Ein Level noch, Leute. Dann haben wir's. Voll erwischt. Voll erwischt. Okay.
Ja, man sieht es ja schon und man hört es. Towers geht es gerade nicht so prickelnd und da wartet erstmal eine Horde an. Naja, zwei Leute, okay. Och, da haben wir ja schon die Hälfte geschafft. Okay, den Typ wieder auch noch. Jo, aber ich würde mal sagen, ich schneide jetzt hier und wir sehen uns dann hier wieder, weil ich nochmal zum Pokémon Center gehe. Also bis gleich. So, und da sind wir schon wieder. Diesmal habe ich auch die Aufnahme unterbrochen, wie ich es auch sonst getan habe. Hast du einem Vogel-Pokémon schon das Fliegen beigebracht? Wann gab es nochmal Fliegen? Ich glaube bei der 7. Arena? Nein, also nicht. Ja, diese Angeber. Ich habe immer noch Taubos draußen. Ach, egal, Superman. Macht das schon, dass er kann. Sure. Aber wenn er nur Vogel-Pokémon hat, dann würde ich sowieso Alpollo nehmen. Ist ja sinnvoller. Ich wollte ja speeden. Ja, ich möchte wechseln. Ja, in diesen letzten paar Parts machen wir ein schönes Training für jedes einzelne Pokémon. Finde ich eigentlich ganz gut. Vorzugsweise zwar für Alpollo und Ender, das finde ich sogar noch besser. Dieser Flug wird sowieso noch bald super mega heftiges Extra-Training bekommen. So, mal gucken, ob ein Donnerblitz reicht. Oh, heftig. Okay. War das eine Bruchlandung? So, dann laufen wir mal weiter. Ich wollte auch Speed Mode ausschalten. Genau in dem Moment, wo ich aufhöre, runterzudrücken, geht er noch einen Schritt weiter, damit wir noch gegen ihn kämpfen können. Warum auch nicht? Wie kommen wir da her? Weil es hier so unglaublich viel Platz gibt. Ja, stimmt. Auf diesem Weg ist irgendwie nur die beiden. Ist irgendwie nur die beiden, sure. So, was hast du zu bieten? Ein Smogon. Ich sollte mal wechseln, ne? Sollte ich mal dran denken. Wow. Oh nee, nicht schon wieder. Wie nervig das einfach nur ist. Aber diesmal beende ich noch vorher den Part. Ja, machen wir noch den unter uns und dann noch einen anderen. Läuft. Wer kommt denn jetzt eigentlich? Ja, Slimog. So genau der richtige Gegner, wo uns eintun. Also. Bitte euch. Ist ja sogar drei Level tiefer. Genau, einfach Pfund. Macht genau so viel Schaden wie mit unserem Surfer. Oh, Surfer wurde blockiert. Was war jetzt eigentlich blockiert? Aussetzer, wieso blockieren sie im Aussetzer? Wollte ich doch sowieso nie. Okay, mal gucken. Wie viel EP bekommst du dadurch? Kurz und schmerzlos. So, jetzt werde ich nochmal schnell gucken. Bei Anton. Status. 1272, okay, 1772. Okay, dann tauschen wir jetzt endlich mal mit Taubos und bekämpfen diesen Typen. Bestimmt ein Vogel-Pokémon-Trainer, pass mal auf. Hast du schon von den legendären Pokémon gehört? Bestimmt, weil ich glaube, das einzige wirkliche legendäre kennen sie nicht, deswegen reden sie von den legendären Pokémon. Das einzige legendäre Pokémon. Wie ich das schon anhört. Epischer Fight. Komische Ente gegen komische Ente. Stimmt doch irgendwie, guckt euch mal Vogelente an. Was Ente eine komische Ente ist, brauche ich ja nicht noch zu erwähnen. Oh nein. Eine der heftigsten Attacken, die noch fehlschlug. Fehlschlägt, ich weiß, aber ich war. Warum sag ich das eigentlich nochmal? Und es lebt immer noch. Boah, die Initiative. Oh, ja toll. Jetzt noch mit dem letzten Atemzug kommt dann mit so einer Attacke, wo mich eigentlich. Könnte mich sogar noch umbringen. Aber hat er nicht getan. 664, besiegt Vogelfänger. Warum habe ich verloren? Na, was weiß ich. Weil du ein Noob bist. So, ich würde sagen, die machen wir noch. Da ist der Part zu Ende. In Prasmania City kann man TM kaufen. VM besitzen allerdings nur wenige Personen. Du kriegst meine VM nicht. Dieser entscheidende Kampf wird es entscheiden. Tauroga. Anton? Anton? Oh Gott. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Anton Specht. Ibisak. Na komm, wir sind mal mutig. Wir könnten sie eigentlich schaffen. Spiegeltrick.
muss ich mal nachgucken. Die Attacke gab es, glaube ich, nur hier und die war ziemlich blöd. Sinnlos und alles mögliche. Oh Gott, wenn er nur einmal angreift, sind wir down. Komm schon, ich will den Part episch mit einer Entwicklung beenden. Internet. Oh, das sollte auch reichen. Ja! Das ist doch ein schöner Abschluss des Parts. Ash besiegt Vogelfänger. Vogelfänger. Oh, so ein Mist! Ash gewinnt. Hey, du entwickelst dich. Endron wurde zu Endron. Geil. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber ich habe das ja auch nur gemacht, weil Endron zusammen mit Glutexum meine Lieblings-Pokémon sind aus dieser Generation. Vielleicht auch mit zusammen mit dem legendären Pokémon am Ende, aber das sehen wir dann. Gute 14, besten Fuchsania City. Hm, vielleicht kommt euch ja das schon bekannt vor. Mir nicht. Also jedenfalls würde ich sagen, das war jetzt ein schönes Ende für den Part. Und ja, hoffentlich hat euch das Ende gefallen. Und auch der Rest des Partes. Ich bedanke mich jedenfalls bei jedem, der zugesehen hat. Und hoffe, ihr guckt auch beim nächsten Mal wieder rein. Also, bis dann. Tschüss.